Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. feedback@heute.at. Ein aus IV die Daily Mail am Montag berichtete, soll Podigy-Frontmann Keith Flint tot in seinem Haus aufgefunden worden sein. Er wurde gerade einmal 49 Jahre alt. Genaue Umstände zum Tod des Musikers gibt es momentan noch nicht. Wie mehrere britische Medien berichten, wird die Todesursache als unverdächtig behandelt. Das heißt, es soll sich weder um Fremdeinwirkung noch Suizid handeln. Flint war gemeinsam mit Howlett und LeRoy Thornhill Gründungsmitglied der britischen Band The Prodigy, die Anfang der 1990er elektronische Tanzmusik Mainstream-tauglich machte. Das Album Music for a Jilted Generation machte The Prodigy Mitte der 1990er weltberühmt. Mit ihrer genreübergreifenden Musik erreichten sie unzählige Menschen und waren in der Vergangenheit auch gern gesehene Gäste bei Festivals. 2018 spielten sie noch am Nova Rock im burgenländischen Nickelsdorf. Auch für kommenden Sommer waren wieder zahlreiche Auftritte geplant. Ob die Band nun ohne den markanten Frontmann weitermachen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, BAF. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen.